Ja, also ich komme von der Hochschule für angewandtes Management. Wie gesagt, mein Name ist Karl-Peter Fischer. Ich habe einen Lehrstuhl für Markt- und Werbepsychologie und für Online-Marketing. Und daneben habe ich noch eine Agentur seit 25 Jahren. Und in der Agentur haben wir uns auf Verkaufspsychologie, auf Verkaufen, früher noch in der Offline-Welt stark, sehr viel Direct-Marketing und in den letzten 12, 13 Jahren eben den Fokus sehr, sehr stark eben auf das Online-Marketing und auf den E-Commerce gelegt. Und die Verbindung zur ISPO ist gekommen, da die ISPO auch mit unserer Hochschule kooperiert und die ISPO gemerkt hat, dass ich mit meinen Kollegen einen Digital Readiness Check entwickelt habe an der Hochschule. Den möchte ich Ihnen nachher kurz vorstellen. Und es ist ein Analyse-Tool, mit dem man die eigene Digital Readiness feststellen kann, nicht nur für die Sportbranche, sondern eigentlich für jedes Unternehmen, für jede Branche. Und die ISPO wollte eben mit Blick auf dieses neue Format, das sie anbieten, dieses ISPO Digitize, eben ein Instrumentarium, um herauszufinden, wo drückt eigentlich in der Sportbranche, dem Handel und eben auch der Industrie, den Herstellern, wo drückt da der Schuh? Wo kann man weiße Flecken entdecken und wo kann man dann vielleicht als ISPO eben auch unterschiedliche Angebote der Sportbranche in Zukunft anbieten, eben neben der normalen Veranstaltung auf der ISPO in München oder in Beijing. Also das war so die Idee und wir haben dann begonnen, zeige ich Ihnen nachher, wir haben dann im Januar begonnen, Dezember, Januar begonnen, damit den Erhebungen und mit unserem Fragetool. Das ganze Fragetool ist so aufgebaut, dass man das eben auch online machen kann und dass man dann in Echtzeit praktisch die Ergebnisse bekommt und sich dann eben auch ein PDF ausdrucken lassen kann, um festzustellen, wo sind denn da bei mir in meinem Unternehmen weiße Flecken und wo soll ich in Zukunft oder wo kann ich in Zukunft gegensteuern? Das Thema ist natürlich ein heißes Thema, Digitalisierung und digitale Transformation. Die meisten werden es nicht mehr hören können. Seit 3, 4 Jahren geistert es durch alle Kongresse, querbeet durch alle Branchen hinweg. Aber wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, was da eigentlich so rundherum passiert, und speziell was in der Sportbranche passiert, dann ist es schon sehr, sehr, sehr deftig. Sie werden auch sehen, dass die Ergebnisse, die ich Ihnen dann heute präsentiere, eigentlich auch sehr deftig sind. Und mich wundert es, oder all das, was wir da herausgefunden haben, ergänzt sich eigentlich auch mit anderen Studien, dass es um die Sportbranche eben nicht so sehr rosig bestimmt ist, dass das aber meines Erachtens alles hausgemacht ist. Werde ich Ihnen nachher eben auch zeigen. Deswegen vielleicht auch ein bisschen so dieser provokante Titel: Wenn Sie Ihre beschissene Strategie digitalisieren, dann haben Sie eine beschissene digitale Strategie. Und das ist auch so eins, um das schon ein bisschen vorwegzunehmen. Eins der Ergebnisse ist, die großen Probleme des Handels, die liegen nicht darin, dass Sie irgendeine Technik nicht beherrschen, weil Technik kann man relativ schnell sich aneignen. Das große Problem liegt darin, und das wundert mich schon ein bisschen, hat zwar meine Hypothesen bestätigt, aber ich war trotzdem verwundert, dass eigentlich die Digitalisierung heute analoge Fehler aufdeckt. Also wer vor 20 Jahren schon Mist gebaut hat, wird halt jetzt oder bekommt halt jetzt die Quittung und das Offenlegen durch die Digitalisierung. Also quer so nach dem Motto Shit in, Shit out. Und wie gesagt, deswegen vielleicht so auch ein bisschen diesen provokanten Titel, weil alle sagen, wir müssen jetzt digitalisieren. Und ich mache es jetzt, wie gesagt, seit 3, 4 Jahren und begleite auch Firmen aus unterschiedlichsten Branchen. Und es ist immer wieder das gleiche Gejammer, ob das jetzt die Banken sind, ob das die Versicherungen sind. Jeder erzählt ja immer die gleiche Story. Das ist nicht, das betrifft meine Branche nicht, unsere Kunden sind es nicht und, und. Aber sie wollen alle wahrscheinlich sterben mit ihren alten Kunden und wollen sich beerdigen lassen. Also, wie gesagt, da ist sehr, sehr, sehr viel hausgemacht und das hat nichts mit irgendwelchen Technologien meines Erachtens zu tun. Also, es geht eigentlich um Sein oder Nichtsein bei Händlern und bei Herstellern. Und deswegen denke ich, auch für diese Branche ist die größte Herausforderung in der Sportindustrie eben, dass diese Digitalisierung eben das ganze Unternehmen betrifft, unabhängig von Strukturen und von Abteilungen und auch unabhängig von der Größe des Unternehmens.
Und die Ergebnisse, die ich Ihnen nachher kurz präsentieren will, zeigen, das ist auch ein ganz, ganz gravierender Takeaway zum Mitnehmen, dass viele Händler noch gar keine Kundennutzungsstrategie formuliert haben. Ja, das ist auch was mich total erschreckt hat. Ja, alle jammern und sagen, es geht so nicht mehr, es wird nicht mehr funktionieren. Aber eins der gröbsten Fehler ist, dass sie ihre eigenen Kunden nicht kennen. Das hat mich dann schon wirklich ein bisschen sehr verwundert, aber passt in das gesamte Bild, dass die Daten hier dann gezeigt haben. Nochmal, das hat nichts mit Digitalisierung zu tun. Das sind Fehler, das ist das grundlegende Basic von Strategie und Marketing und hat mit Digitalisierung eigentlich überhaupt nichts an Hut. Also in die Digitalisierung zu investieren, ohne zu wissen, welches Ziel man damit letztendlich auch erreichen will oder erreichen soll, das wird keinen Erfolg bringen, egal in welcher Branche sich da tummeln. Also das Wichtigste ist, die Frage oder eine Antwort auf die Frage zu finden, warum braucht mich überhaupt der Kunde und welche Probleme hat mein Kunde? Ich traue mir das ja gar nicht sagen, weil das so banal ist. Ja, also wenn ich das bei mir an der Universität oder an der Hochschule meinen Studenten erzähle, dann schauen die mich an und sagen, jetzt, was erzählt denn jetzt für einen Quatsch? Das ist doch schon 60, 70, 80 Jahre alt, was er jetzt hier wieder erzählt. Ja, also warum braucht mich der Kunde? Welche Lösung biete ich für welche Probleme und für welche Wünsche des Kunden an? Das heißt, ohne klaren USP, ohne klaren einzigartigen Verkaufsvorteil wird das alles nicht klappen, weder online noch offline. Ja, Digitalisierung in der Sportindustrie schafft die Branche den Sprung in die Zukunft. Sie sehen ja, es werden immer wieder Veranstaltungen jetzt gemacht. Auch die ISPO Digitize versucht hier ihren Beitrag zu leisten. Letztendlich geht es eben auch um eine Neudefinition des Verhältnisses zwischen Hersteller und dem Handel. Ja. Und wir tun eigentlich alle immer so, als wenn wir alle noch in so einer guten, kuscheligen Partnerschaft leben. Ja, das tun wir aber schon längst nicht mehr. Und wer die Augen aufmacht und wer schaut, was links und rechts neben ihm passiert, der wird erkennen, dass das eine knallharte Wettbewerbssituation ist, besonders im E-Commerce. Ja. Und der Trend in der Industrie geht ganz klar, also jeder, der sich ein bisschen damit beschäftigt, in Richtung Direktvermarktung. Das kann man sich auch schön beten oder schön lügen, aber es wird immer stärker in die Direktvermarktung gehen. Und das ist auch kein Geheimnis, dass sich dann eben auch die Sportindustrie schwer tut, hier an den Stelle mit dem Thema Digitalisierung. Diese Auswertung wird Ihnen auch zeigen, woran scheitern denn eigentlich die Hersteller, weniger die Hersteller, doch aber auch, aber noch viel mehr letztendlich der Händler und eben auch E-Commerce-Plattformen. Und am Ende möchte ich ein bisschen mit Ihnen darüber plaudern, welche Strategien eigentlich notwendig sind, um auch in Zukunft letztendlich ein erfolgreiches Sportunternehmen zu führen. Und wie gesagt, einen Beitrag sollte dieser Digital Readiness Check der ISPO leisten, um eben da Teilnehmer für diesen Check oder für dieses Sammeln der Daten zu generieren. Die Vorgehensweise war eigentlich recht holistisch, eine recht holistische Vorgehensweise. Das heißt, wir haben zuerst begonnen mit einer Analyse, stellen uns dann Fragen zur Strategie, was kann man dann daraus tun und dann letztendlich operative Umsetzung, was passiert da. Damit Sie das auch ein bisschen verstehen, was wir da eigentlich gemacht haben und damit es nicht nur ein Zahlenwirrwarr bleibt, möchte ich ganz kurz diesen Digital Readiness Check erklären, dieses Analyse-Tool, das aber in sich schon sehr, sehr viele Punkte wie so eine Art Checkliste beinhaltet, die ein Unternehmen, das in der Digitalisierung bestehen will, beachten sollte. Also der Digital Readiness Check ist nichts anderes, wie Sie sehen, ein 360-Grad-Modell, ein Management-System für die Praxis, das sowohl der kleine Händler bis zur großen Sportartikelmarke für sich ausfüllen und definieren kann und wo man dann eben sieht, wie weit bin ich denn schon in der eigenen Digitalisierung. Das große Problem bei diesem ganzen Thema Digitalisierung und digitale Transformation, ich war gestern beim großen Kunden in Bonn, in-house, und letzte Woche in Berlin bei Banken, genau das gleiche, ist das gleiche Problem, genau immer die gleichen Fragestellungen, genau immer die gleichen Probleme. Man hat die Digitalisierungsbudget auf die Seite geräumt, man hat Geld für sowas, die größeren Firmen zumindest, man weiß aber nicht, was man jetzt eigentlich damit anfangen soll. Und die blödste Antwort ist dann, ja, wir haben auch schon eine App.
Also eine App haben wir schon. Das bringt natürlich isoliert alleine eigentlich sehr, sehr, sehr wenig. Ja, und deswegen dieser Digital Readiness Check, der, wie Sie sehen, unterschiedliche Felder beleuchtet, unterschiedliche Ebenen beleuchtet. Und wie gesagt, ich kann das Teil anwenden auf Banken, Versicherungen, Sportbranchen, egal auf wen, weil es letztendlich in der letzten Stufe, bevor man das dann macht, immer auf die Branche individualisiert wird. Genauso hier, wir haben es dann, mein Kollege Andreas Schöler und ich, wir haben es dann individualisiert. Was wurde da gemacht? Wir haben, oder meine Tochter, die Marina, die hat 70 aktuelle Digital Readiness Modelle aus Wissenschaft und Praxis die letzten 1,5 Jahre gescannt, über qualitative Cluster-Analysen zusammengefasst, dann eben durch axiales Codieren entwickelt und daraus haben wir dann praktisch bestimmte Fragestellungen entwickelt, die dann von der ISPO in diesem Digital Readiness Check gelaufen sind. Ja, Sinn und Zweck sollte sein, diese komplexen Fragen, das war auch so die Intention der ISPO, die Reduktion auf das Wesentliche und damit dient dieses Modell eben auch als Strukturrahmen, um die relevanten Gestaltungsfelder, die jetzt in der Digitalisierung auf uns niederprasseln oder einprasseln, die dann auch wirklich umzusetzen in unterschiedliche Arbeits- und auch Denkweisen und dafür eben bestimmte Ressourcen freizumachen. Ich werde nachher, damit Sie nachher die Auswertung ein bisschen besser verstehen, weil das eben unterschiedlich ist, ist es eben aufgebaut aus diesen einzelnen Bestandteilen dieses 360-Grad-Modells. Also ein Bestandteil ist die sogenannte Makroumwelt, die wir abgefragt haben. Das heißt, wie wird Ihr Businessmodell durch externe Faktoren, sehr, sehr viel eben aus dem Bereich der Megatrends heute verändert und wie müssen Sie Ihr Businessmodell aufgrund dieser Veränderungen anpassen oder vielleicht sogar sich selbst neu erfinden. Auch hier eigentlich sehr frustrierend, weil diese Megatrends nicht einmal um die Ecke geschlichen kommen, sondern das sind Dinge, die haben eine Laufzeit, Megatrends haben eine Laufzeit von so 20, 30, 40 Jahren. Darum sagt man auch, das sind Tsunamis in Zeitlupe. Und jetzt erschrecken alles, dass da alle, was da jetzt alles kommt. Aber man hätte ja das eigentlich nur aus der Demografie herauslesen können, was da alles jetzt auf uns zukommt. Ja, und die Aufgabenstellung ist eben, wie beeinflusst das mein eigenes Business-Modell? Die Fragen, die wir dann gestellt haben, ich habe es dann hier nochmal zusammengefasst, die Präsentation bekommen Sie ja, wenn Sie Lust haben. Also einmal geht es um diese Megatrends, es geht um neue Technologien, was Sie auch hier auf der ISPO Digitize schon sehen, ausgewählte Sachen. Es geht immer mehr um diese künstliche Intelligenz, es geht um intelligente Assistenten. Ich weiß nicht, wer dieses Duplex von Google letzte Woche schon gesehen hat. Google kommt jetzt mit einem intelligenten Assistenten, einem intelligenten Sprachassistenten, über den 8 Wochen in Amerika eingeführt, der Gespräche führen kann selbstständig, der Termine ausmachen kann selbstständig, der Arzttermine, Friseurtermine ausmachen kann und der auch die Beratung selbstständig vornehmen kann und so gut ausgeführt, dass Sie nicht wissen, dass auf der anderen Seite ein Computer sitzt oder dass das eine Computerstimme ist. Sie meinen, es sitzt ein Mensch. Natürlich haben die europäischen Datenschützer haben natürlich dann gleich wieder geschrieben, DSGVO, weil wir Deutschen nichts anderes gegen diese Innovationen ins Feld führen als Datenschutz, weil wir selber irgendwie den Anschluss an die Technik verlieren. Also bauen wir Mauern und Bunkern und wollen das irgendwie stoppen. Aber das ist leider alles nicht zu stoppen. Und ja, und bei diesem digitalen Assistenten, der Termine macht und der Beratungsgespräche führt, haben sie gesagt, ja, wir müssen auf alle Fälle sagen, hallo, ich bin nicht der Peter Fischer, der jetzt hier den Zahnarzttermin bucht, sondern ich bin der Roboter, der Assistent, der Digitale, ich bin eigentlich eine Maschine, die das jetzt für den Karl-Peter Fischer macht. Ja, also solche Sachen zum Beispiel, die auf uns einwirken, aber Sie werden sehen, die Ergebnisse, das, was eigentlich den Handel, ich werde jetzt immer wieder auf den Handel auch eingehen, das, was den Handel eigentlich umschmeißt, das sind aber genau nicht diese technischen Innovationen. Und Sie werden in der Auswertung nachher gleich sehen, dass die Probleme bei ganz banalen Dingen liegen und eben nicht bei so ausgefeilten, intelligenten Assistenten oder irgendwelchen intelligenten Augmented Reality Systemen, sondern es ist viel banaler, dass der Handel seinen Kunden nicht kennt und dass er auch sein Produktsortiment nicht im Griff hat. Eigentlich keine digitalen Themen. Ja, wie verändern sich die Kunden? Möchte ich ganz kurz drüber fliegen. Einfluss eben aus dieser Umwelt, verändertes Erleben und Verhalten. Die Leute sind immer always on. Jeder ist mit dem Handy Tag und Nacht erreichbar. Es herrscht eine enorme Transparenz, damit auch eine enorme Preistransparenz.
Und was auch erschreckend ist, oder vielleicht erschreckend, aber was man beachten soll, dass eben die digitalen Assistenten wie Alexa und wie Siri in Amerika immer stärker beim Kauf von Produkten beteiligt sind. Also die letzten Studien zeigen, dass in Amerika ungefähr 52% der Kaufentscheidungen mit einem intelligenten Assistenten wie Alexa oder Siri gemacht wird. Und das wird immer perfekter. Ja, also ich möchte was kaufen, dann wird mein Assistent sagen, halt, halt, nicht zu schnell, keine Eile, geh nochmal ums Haus rum, ich check nochmal die Preise und dann reden wir in 5 Minuten nochmal, trink mal einen Kaffee, nicht immer gleich bestellen, Peter, das ist nicht so gut. Also so wird es dann laufen, ja, also sehr, sehr viel mobil und sehr viel über künstliche Intelligenz. Ein großes Hauptproblem, deswegen erwähne ich es hier auch noch, was die Ergebnisse waren. Viele haben im Bereich der Hersteller, aber noch schlimmer im Bereich des Handels, keine Ahnung, wer ihr Kunde ist. Sie haben keine Ahnung, wer ihr Kunde nicht ist und sie wissen auch nicht, was ihr Kunde eigentlich will. Und das ist das große Problem, wenn man dann über Digitalisierungsstrategien spricht, weil man dann eben auch kein Businessmodell aufbauen kann. Also wenn ich keine Roadmap habe mit bestimmten Zielen oder mit bestimmten konkreten Zielen, die ich operationalisiert habe, dann wird das nicht mehr klappen. Und wie gesagt, Sie werden es gleich sehen, viele, vor allem kleine Händler, versagen eben bei der Definition einer klaren Digitalisierungsstrategie. Die können das gar nicht greifen, die wissen nicht, was das eigentlich sein soll. Also nach den ganzen Jahren wissen sie nicht, wie sie sich neu erfinden können, und ob sie es vielleicht überhaupt müssen. Und letztendlich kämpft der Handel dann darum, immer noch das passende Businessmodell für sich und für diese wandelnden und sich verändernden Einkaufswelten zu finden. 25% geben an, dass man nicht weiß, wo man die Ressourcen für die Digitalisierung letztendlich, wenn man es machen will, konkret einsetzen soll. Also nochmal, es fehlt diese Roadmap, es fehlt sich wirklich mal hingesetzt zu haben und zu sagen, wo geht die Reise eigentlich hin. Und deswegen straucheln eben auch diese kleinen Händler bei der Definition oder bei dem Herausschälen des Schärfens und des Knetens einer Digitalstrategie. Auch die Fragen, wer sind die Kunden heute oder wer sind Sie als der Anbieter aus Sicht der Kunden, weiß man nicht. Wer sind Sie heute noch nicht? Aus Sicht Ihrer Kunden, also auch kein Digitalisierungsthema. Und wer wollen Sie als Unternehmen in 2 bis 3 Jahren sein? Es waren also so Themen, die alle was mit dem Businessmodell zu tun haben, mit der Makroumwelt. Und da hatte dieser Fragebogen oder dieser ISPO Digital Readiness Check eben zu diesem Set bestimmte Fragestellungen, die dann beantwortet wurden. Ich zeige sie Ihnen gleich. Und dann gab es Handlungsfelder. Das erste Handlungsfeld, wir haben es grün gemacht, das ist das Thema Wertangebot und Präsentation. Hierum geht es um welche Produkte, welche Dienstleistungen für wen werden verkauft, welche Dienstleistungen für wen, was sind einzigartige Lösungen oder bieten wir genau das Gleiche an wie die um die Ecke, bieten wir in München, also auch drastisch, bieten wir in München genau das Gleiche an wie ein Sportgeschäft, das vielleicht am Chiemsee ist, und bietet der im Chiemsee genau das Gleiche an, wie der in Garmisch ist. Also für den, der es nicht weiß. Im Chiemsee, da ist ein Wasser, da macht man andere Sportarten, und in Garmisch gibt es einen Berg. Aber das Sortiment oder das, was man anbietet, das ist alles gleich. Nochmal, das ist aber kein Digitalisierungsproblem. Das ist ein Problem, das es eigentlich schon immer gab. Das heißt, mangelnde Rücksicht auf das, was meine Kunden eigentlich wollen, und sich vielleicht auf irgendjemanden verlassen, der mir meine Produktpackages macht und sagt, nimm das, das kaufen die schon, das ist toll. Das ist heute eben wahrscheinlich nicht mehr gewollt, weil es eben auch keine einzigartigen Lösungen mehr da sind. Das nächste Problem bei diesem grünen Bereich war, über welche Kanäle wird verkauft. Auch hier werden Sie sehen, ganz, ganz dunkle Ergebnisse wie in der Steinzeit. Sales Manager, Key Account, Online, Offline, Omnisale, auch Omnisale für viele ein Buch mit 7 Siegeln nach wie vor noch, und auch, was uns gewundert hat, auch der Umgang mit dieser Preistransparenz und auch bestimmte Services. Und wie gesagt, aus diesen Bereichen gab es dann unterschiedliche Fragestellungen,
auch auf welchen Marktplätzen man täglich ist? Kennt man die Spielregeln dieser unterschiedlichen Marktplätze? Welche Plattformen sind für mich interessant? Auf welchen Plattformen muss ich selber sein? Wie muss ich auf diesen Marktplätzen oder Plattformen selber handeln, agieren? Und damit meine ich eben auch Amazon. Ja, natürlich ist Amazon eine Krake. Und natürlich ist Amazon extrem intelligent, weil sie auf der einen Seite eine Plattform geschaffen haben für Händler und gleichzeitig auf dieser Plattform auch noch Händler sind. Das heißt, es ist hochintelligent, weil er damit eben als Plattformbetreiber weiß, er kann jedem Händler in die Karten schauen, weiß, was machen die, welche Produkte laufen gut und kann dann im nächsten Moment, wenn er selber als Händler fungiert oder auftritt, natürlich diese Informationen, diese datengetriebenen Informationen natürlich für sich selber nutzen. Aber es gibt sehr wohl viele Möglichkeiten für jemanden, der nicht die Chance hat, in den E-Commerce vielleicht einzusteigen, zumindest rudimentär zu wissen, wie laufen denn die Spielregeln bei Amazon oder wie laufen die Spielregeln in ein, zwei Jahren bei Alibaba. Das wegzuschieben und zu sagen, naja, pfui, das ist alles Teufelszeug, das wäre wahrscheinlich der gravierendste Fehler. Dass man da nicht drauf geht oder sich schwer überlegt, ob man da drauf geht, das ist in Ordnung. Aber ich kann es nicht links liegen lassen und so tun, als wenn es diese Marktplätze nicht gibt, die immer schneller werden und auch die auch immer mehr praktisch Voraussetzungen schaffen, was man dann selber leisten sollte. Okay, also das war der grüne Bereich, aus dem werde ich Ihnen dann die Ergebnisse gleich zeigen. Und dann gab es noch den blauen Bereich, der betrifft also die Infrastruktur und die Organisation des Unternehmens. Auch hier waren sehr, sehr viele Ergebnisse, die zeigen, dass man da hinterherhinkt, also welche Rollen und welche Verantwortlichkeiten sind hier aufgeteilt. Was macht die Unternehmensführung und was machen die Mitarbeiter? Und gerade bei den Mitarbeitern hat sich gezeigt, dass das ein ganz, ganz schwarzes, tiefes Loch ist. Und sie werden den Anschluss an diese digitale Welt ohne gute Mitarbeiter oder überhaupt ohne Mitarbeiter wird es nicht hinzubekommen sein. Und hier zeigt sich auch, dass das eben auch irgendwo ein strukturelles Problem ist, weil wenn Sie irgendetwas verändern, zum Beispiel in dem grünen Bereich, dann müssen Sie auf der anderen Seite natürlich das bestimmte ein Personal vorhalten, das die Fähigkeiten, Kompetenzen und Potenziale hat, das auch zu tun. Sie brauchen auch eine Führungsmannschaft, die das aushält, die agile Tätigkeiten aushält und sagt, okay, das machen wir, dann machen wir mit. Oder Sie brauchen vielleicht eben auch Kollaborationspartner, mit denen Sie solche Sachen machen müssen. Und wenn Sie wirklich in den E-Commerce etc. einsteigen, das haben vielleicht einige jetzt mitgekriegt, dann haut es Ihnen eben das E-Recht und die Datenschutzgrundverordnung DSGVO seit dem 25. Mai dermaßen um die Ohren, dass viele nur noch mit den Ohren schlackern. Jetzt kommt dann diese E-Privacy-Verordnung 2019, die dann nochmal eine Nummer deftiger wird. Das heißt, man versucht einfach das Internet, so wie wir das kennen, von europäischer Seite ein bisschen in den Griff zu kriegen, um den Abstand zu den innovativen Firmen aus Amerika nicht zu groß werden zu lassen. Ob das gelingt, wage ich mal zu bezweifeln. Wenn man so die ersten Studien und Ergebnisse liest, die Leute haben alle draufgeklickt, weiter so, weiter so, weiter so. Das heißt, diese ganze Datenschutzgrundverordnung war eigentlich, auf Deutsch gesagt, für den Arsch. Dass ein paar Sachen berechtigt sind, sicher, aber diesen ganzen Wahnsinn, den man getrieben hat, bis in den kleinsten Tante-Emma-Laden, dass Sie dann nicht mehr im Metzgerladen sagen können, hallo Frau Müller, weil das verstößt schon gegen den Datenschutz. Sie müssen sagen, hallo, aber nicht Frau Müller. Und wenn Sie beim Zahnarzt sitzen, dürfen Sie nicht sagen, Herr Fischer, Sie sind der Nächste, sondern Nummer 14. Und Visitenkarten, habe ich gehört, ist auch sehr, sehr schwierig, wenn Sie verteilen, weil Sie müssen ja dann draufschreiben, wofür Sie jetzt mir Ihre Visitenkarte geben, dass ich Sie anrufe. Oder dass ich sie in einen Newsletter reintue, warum geben Sie mir eigentlich dann diese Karte? Das sollte dann am besten auf der Rückseite stehen, wozu diese Karte dann mich berechtigt. Also, ja. Genau, und wir werden das sehen gleich bei den Ergebnissen. Das Thema Personal steht sehr, sehr, sehr stark im Fokus. Und viele Händler haben da angegeben, dass sich die Mitarbeiter auf der einen Seite nicht ausreichend mit dem Thema Digitalisierung beschäftigen. Das zeigen aber alle Beratungen, die wir bei unterschiedlichen Branchen momentan haben, dass der Vorwurf immer kommt, die Mitarbeiter beschäftigen sich ja nicht mit der Digitalisierung. Das ist auch klar, dass sie sich nicht beschäftigen, weil die sollen das on top machen, also nach der Arbeitszeit oder neben der Arbeitszeit. Aber die Geschäftsleitung gibt eben ihren Leuten keinen Freiraum,
sich mal mit Veränderungen, mit verrückten Ideen auseinanderzusetzen. Also da wird in Zukunft sich auch stark was verändern müssen, eben auch schon seitens der Geschäftsführung, dass man den Leuten dann eben auch den Freiraum gibt, räumlich wie zeitlich, dass sie eben auch mal versuchen, Prototypen oder irgendetwas Neues zu entwickeln. Aber nein, das sind dann immer so Randthemen kurz vor Dienstschluss oder vielleicht dann on top zu Hause, wenn dann alles andere vielleicht schon fertig ist. Ja, und dann der letzte Bereich. Der letzte Bereich war dann dieses Feld Personas und Kundenerlebnis. Und das war dann eigentlich für mich der dunkelste Bereich. Das heißt, warum braucht mich überhaupt der Kunde? Das hat man festgestellt, dass die meisten das auch letztendlich nicht beantworten können. Mit anderen Worten, was ich vorhin schon mal gesagt habe, ohne klaren USP, warum sollen die Kunden bei mir kaufen und nicht bei der Konkurrenz, wird das alles keinen Sinn machen. Aber auch das ist eigentlich kein digitales Thema. Das ist jeder, der was verkauft, von am Beginn, wo was verkauft oder getauscht wurde, warum soll ich bei dir kaufen und nicht bei der Konkurrenz, eben auch nichts Digitales. Also welche Lösungen bieten Sie welchem Kunden an? Und es hat dann zur Folge, dass man eben eine Kundenstrategie braucht, die eben leider auch nicht vorhanden ist in den meisten Fällen. Und ganz schlimm ist auch die sogenannten Soll-Erlebnisse. Was soll der Kunde denn bei uns erleben? Online wie offline. Und da merkt man, dass man so mit dem Begriff Kundenerlebnis eigentlich noch nicht so viel anfangen kann. Ja. Man weiß schon, so emotionales Verkaufen, hahaha, man stellt dann irgendwo in eine Kiste ein Smiley rein, das ist dann sehr emotional. Das ist aber nicht gemeint damit. Ja, also es soll ein Einkaufserlebnis sein, zum Beispiel am Point of Sale mit passender Ladenatmosphäre, mit einer Ladenatmosphäre, die die Verweildauer erhöht, damit der Kunde dann besser kauft oder damit er überhaupt zu mir kommt. Setzt aber voraus, dass ich mir im Vorfeld Gedanken machen muss über meine Touchpoints, welche Online- und Offline-Touchpoints haben denn letztendlich meine Kunden und wann kommen die zu mir oder warum kommen die eben nicht mehr zu mir. Also dieses ganze Thema rund um die Touchpoints, wo sich auch gezeigt hat, dass man sich da überhaupt keine Gedanken darüber macht. Also Sie sehen, sobald, darum habe ich Ihnen das nochmal gezeigt, auch jetzt, wenn wir die Auswertung anschauen, dass Sie wissen, welche Bereiche da eigentlich geprüft wurden und warum. Es wurde einmal der Kunde geprüft, es wurde einmal das Management in Grau geprüft und dann die drei unterschiedlichen Farben, die unterschiedlichen Handlungsfelder. Und deswegen war dieser ISPO oder ist dieser ISPO Digital Readiness Check eigentlich ein sehr, sehr tolles Tool, weil man sehr, sehr schnell, wenn man das ernsthaft durchmacht, vielleicht so in knapp 20 Minuten fertig ist und dann eigentlich schon sehr, sehr dezidiert weiß, wo habe ich weiße Flecken, wo habe ich Schwachstellen und wo kann ich was machen. Und auch dieser 360-Grad-Blick zeigt, das vielleicht auf dem Weg noch, ich kann eben nicht nur allein an einem Feld drehen. Ich kann jetzt nicht einfach sagen, naja gut, dann gehen wir halt auch endlich online. Erstens mal ist das Online-Gehen nicht unbedingt für jeden Sporthändler die Lösung, weil natürlich ein Online-Gehen, ein E-Commerce-Shop heute nach wie vor sehr, sehr viel Geld kostet, sehr, sehr viel Know-how erfordert. Dann sind Sie nämlich gleich wieder in dem blauen Bereich. Sie brauchen ein bestimmtes Personal, weil mit dem bestehenden Personal werden Sie den Online-Shop nicht pflegen, nicht füttern können. Sie werden auch keine Traffic auf den Online-Shop bringen. Dann gibt es ganz neue Verbindungen, die Sie vielleicht vorher in der Offline-Welt nicht hatten. Wie verbinde ich mein Warenwirtschaftssystem mit dem Online-Shop? Über welche Schnittstelle? Das heißt, Sie haben dann auf einmal Sie brauchen ganz andere Fähigkeiten, Kompetenzen und Potenziale von Ihren Mitarbeitern, die genau dieses digitale Spiel spielen können. Und dann eben brauchen Sie eben eine Organisation und Sie brauchen andere Prozesse, weil natürlich ein Online-Gehen andere Prozesse voraussetzt. Und Sie müssen natürlich diese, was ich vorhin schon gesagt habe, die Customer Journey sehr, sehr gut kennen und Sie müssen ein anderes Marketing machen. Sie müssen verstärkt in das Online-Marketing einsteigen. Das heißt, wenn es wie ein Biotop ist, ich muss ganzheitlich denken und kann dann in kleinen Feldern anfangen. Aber nur irgendwo hinschrauben, irgendwo sagen, jetzt machen wir mal eine App, ohne dass das Ganze verbunden ist, das wird wahrscheinlich keine Früchte tragen. Jetzt vielleicht so ein bisschen rein in die Ergebnisse, kurz zusammengefasst von diesem Test, den wir da mit der ISPO gemacht haben.
Wie gesagt, Sie bekommen nachher Sie bekommen nachher von mir die Präsentation. Da können Sie auch sehen, mit welcher Skala wir gearbeitet haben. Also die Fragen waren immer so, wir haben es aufgeteilt von 0 bis 100. 0 heißt, haben wir noch gar nicht in Betracht gezogen. 20% Beteiligung machen wir, also Reifegrad, machen wir noch nicht, aber es ist geplant. Wir haben gerade damit begonnen. Es sind aber noch keine standardisierten Prozesse. Wir haben einfach damit jetzt mal irgendwo begonnen. Wird bei uns gemacht und dokumentiert. Und wird bei uns gemacht, dokumentiert und zusätzlich gemessen und geprüft. Und 100% wäre, was halt nicht da war, wird bei uns seit längerem gemacht, kontrolliert und dabei fortwährend optimiert. Wenn Sie sich die Auswertung, ja, wir werden dann so ein PDF davon erstellen, so ein Handout, dass Sie, für den, der es interessiert, dass er sich auch ein bisschen benchmarken kann, wenn er das dann selber gemacht hat. Also nochmal, weil ich jetzt die Ergebnisse zeige, merken Sie sich einfach, 0 steht für, haben wir noch nicht in Betracht gezogen. Das heißt, das ist dann, wenn Sie diese Werte lesen, Minimum und Maximum. Minimum, wenn ein Teilnehmer eben nichts macht oder nichts gesagt hat, dann ist es 0. Und 100 heißt, okay, wird bei uns voll gemacht. Und 50 ist dann der Mittelwert. Und 50, also der Mittelwert, sagt aber aus, wir haben gerade damit begonnen. Unstrukturiert, wir haben gerade damit begonnen. Und 100%, wie gesagt, wird bei uns seit längerem gemacht, kontrolliert und fortwährend optimiert. Wir haben jetzt unterschiedlich ausgewertet. Wir haben getrennt nach Händlern, wir haben getrennt nach Herstellern, wir haben zusammengefasst Hersteller und Händler und wir haben uns nur die Händler alleine angesehen. Für die Händler sehen Sie an dieser Stelle schon, wenn man sich nur die Händler anschaut, dass wir einen Durchschnittswert von einem Mittelwert von 48% Reifegrad haben. Und 50 heißt, wir haben gerade damit begonnen. Also ist mit Blick auf die Händler als Mittelwert ist ein bisschen weniger als wir haben gerade damit begonnen, der Mittelwert. Sie werden gleich sehen, wie das dann auch streut. Und dann in den unterschiedlichen Dimensionen, Sie erinnern sich, das Businessmodell Grau. Wir haben gerade damit begonnen, uns Gedanken zu unserem Businessmodell zu machen. Wir haben gerade begonnen, aber wie lange brennt denn schon die Hütte? Die brennt doch nicht seit gestern. Und es ist im Januar, Februar, März, April, Mai, Juni erhoben worden. Wir haben gerade damit begonnen. Aber die Hütte in der Sportbranche brennt doch schon seit Jahren. Aber jetzt hat man gerade damit begonnen. Wertangebot und Präsentation, 48. Im Mittelwert. Das heißt, da sind viele dabei, die haben noch gar nicht damit begonnen, in diese Richtung zu denken. Infrastruktur und Organisation, 45 im Mittelwert. Wir haben noch gar nicht, weniger als wir haben noch gar nicht damit begonnen. Und 49, Blick auf die Kundenerlebnisse, wir haben gerade begonnen. Wie lange hatten der seinen Laden da draußen? Ein Jahr? 2 Jahre? 5 Jahre? 10 Jahre? 20 Jahre? 30 Jahre? Und jetzt beginnt er zu überlegen, dass er eigentlich dafür da ist, für seine Kunden ein Erlebnis zu schaffen. Wissen Sie, was ich meine, warum ich mich so aufrege? Das ist doch krass. Das ist doch echt krass. Da kann ich sagen, boah, ist das krass. Der Handel ist krass. Also entweder ist er so schmerzbefreit oder es ist ihm so scheißegal oder er hat schon aufgegeben. Kann natürlich auch sein. Und dann würde das nämlich in alle Prognosen von allen Studien rundherum, würde sich das sehr, sehr, sehr gut einpassen, dass so und so viele, dass 2/3 einfach in ein paar Jahren nicht mehr da sind. Haben noch nicht damit begonnen, sich um ihren Kunden zu kümmern. So, sind gerade dabei. Es ist weniger als wir sind gerade dabei. Das heißt, welche, die machen es immer noch nicht. Warum soll der Kunde bei denen kaufen und nicht bei der Konkurrenz? Hey, das hat, nochmal, das hat mit Digitalisierung nichts zu tun. Und deswegen das Provokante, meine provokante Hypothese am Anfang, diese Digitalisierung deckt eigentlich nur die eigene Unfähigkeit auf und zeigt jetzt ganz drastisch, hey Junge, du hast die letzten 15, 20 Jahre hast das einfach verschissen. Du hast das vergeigt.
Und jetzt kriegst du halt einfach deine Quittung, weil jetzt einfach irgendwelche neuen Player auf das Spiel kommen, die schneller sind, die innovativer sind als du, die wissen, wie sie mit dem Kunden umgehen, die Kundenerlebnisse schaffen können und die sich aus dieser Wertekette einfach Sachen herauspicken und die online und offline vielleicht intelligenter mischen als du, haben gerade damit begonnen. Also ich habe keine Haare mehr, die sich aufstellen können, aber es ist schon krass, lassen Sie das mal auf der Zunge zergehen. Und nochmal, da haben ja nur 500 oder 600 teilgenommen. Das sind ja noch die Interessierten, verstehen Sie? Das sind ja noch die Interessierten, die langsam aufwachen oder die sich für das Thema interessieren. Aber wie viel gibt es denn da draußen, denen es auf Deutsch sagt, voll am Arsch vorbei ist? Jetzt kann man sagen, naja, gut, okay, vielleicht hätten wir seitens der ISPO und wir vielleicht ein bisschen mehr Wind machen können für dieses Thema. Aber um das Thema rettet die Sportindustrie, wo geht die Reise hin? Können wir mit den Ideen der Vergangenheit die Probleme der Zukunft lösen? Das geigt doch schon seit 5, 6, 7, 10 Jahren, geigt doch das schon durch alle Branchen hindurch. Nur die Händler, kleiner 50, jetzt schauen Sie sich das mal an. Digital Readiness, einen Wert, einen Reifegrad von 48%. Auch da unten, machen wir noch nicht, aber ist geplant. Wertangebot, Infrastruktur, Personas, Kundenerlebnisse. Es ist geplant, wir machen es noch nicht. Aber es ist geplant. Wir werden uns in Zukunft schon um unsere Kunden kümmern. Und Händler und Hersteller, da habe ich jetzt ich habe diese Präsentation jetzt gemischt, diese Auswertung Händler und Hersteller, damit es nicht so ganz böse ausschaut für den Händler, weil die Hersteller halt ein bisschen dann das Ganze in eine andere Richtung verschoben haben, aber auch nicht, wie Sie sehen, gravierend. Es bewegt sich immer alles zwischen 50 und kleiner 50 als Reifegrad. Auch hier sehen Sie Businessmodell, naja, haben gerade begonnen, Wertangebot und Präsentation haben wir jetzt begonnen, uns da Gedanken zu machen, aber Infrastruktur, Organisation, Personas, Kundenerlebnisse immer noch total unterbelichtet. Dann habe ich mal rausgegriffen auch das Thema Businessmodell. Und wenn Sie sich das anschauen, will es nur auf einige Sachen eingehen. Wie gesagt, wer es will, kann das ja dann haben. Einnahmequelle und Kosten. Also man hat noch nicht einmal begonnen, sich Gedanken zu machen, was sind eigentlich Einnahmequellen der Zukunft. Das kommt schon irgendwo her, oder? Aber was sind Einnahmequellen der Zukunft? Und wenn ich in Businessmodelle denke und mir meine Canvas-Modelle aufbaue, dann muss ich doch sagen, was könnten denn neue Einnahmequellen der Zukunft sein? Jetzt hat man langsam, man hat noch nicht begonnen, aber man wird bald beginnen damit zu überlegen, wo kommen neue Einnahmequellen her, weil ja dann vielleicht der am Starnberger See doch lieber das Schlauchboot kauft als die Tourenski, was weiß ich was. Steuerung und Kontrolle, auch da beginnt man langsam damit. 50% nochmal, gerade damit begonnen, ja, wenn Sie sich das anschauen. Ja, hier. Wir beobachten und analysieren das Erleben und Verhalten unserer Mitarbeiter im Umgang mit den digitalen Kanälen. Wir haben gerade damit begonnen. Was macht denn Tude Buchtig und Fred Kasulke? Was machen die digital so? Ja? Welche Medien nutzen die? Sind die affin? Können die damit umgehen? Und. Ja, man hat gerade damit begonnen. Auch sehr interessant. Wir wissen, wie wir das Potenzial der Digitalisierungsstrategie einsetzen wollen, um einen alleinstellenden Nutzen und höhere Mehrwerte für unsere Kunden zu schaffen. Wir haben gerade damit begonnen. Jetzt lassen wir schon gar nicht mehr sagen. Ja. Auch hier. Wir haben eine Roadmap entwickelt, die eine gute Basis für das Management der digitalen Transformation ist. Auch hier, wir haben gerade damit begonnen, 2018. Auch hier wieder, was ist das? Wir verfügen über eine Kostenplanung für unsere digitalen Transformationsvorhaben. Oder hier auch sehr interessant, wir verfügen über eine Ertragsplanung unserer digitalen Leistungen. Da haben wir noch nicht damit begonnen. Ja, das kommt halt irgendwann. Wir haben einen klaren Blick auf die Profitabilität einzelner digitaler Leistungen. Da haben wir noch nicht damit begonnen. Ja. Aber irgendwann ist es dann auch sicher geplant. Ja, und so könnte ich die ganze Zeit weitermachen.
Wie gesagt, ich wollte nur ein paar Sachen rausgreifen. Auch hier kleiner als 50, 49 vom Reifegrad. Eine Vielzahl von erhobenen Daten, zum Beispiel auf der Webseite analysieren, also was passiert auf der eigenen Webseite und unseren Verkaufssystemen, wird in einer Art Datencockpit reduziert und für die Entscheider entsprechend aufbereitet und visualisiert. Das macht man noch nicht. Also die wenigen, die eine Webseite haben, schauen noch nicht, was auf der Webseite passiert. Die haben kein Google Analytics, weil sie nicht wissen, was Google Analytics ist. Das heißt, sie controllen oder monitoren gar nicht ihre eigene Webseite. Wer kommt wann? Was schaut sich der an? Wie ist die Verweildauer auf der Webseite? Wie hoch ist die Bounce Rate? Wann geht er wieder? Welche Sachen liest er? Was tut er? Und damit entlarvt sich relativ schnell, dass das einfach nur Visitenkarten sind mit bunten Bildern von irgendeiner schwachsinnigen Agentur hingestellt, aber keine Leadmaschine, keine Verkaufsmaschine. Und gerade in dem Bereich, wer sich das nicht leisten kann, wer sich keinen eigenen Online-Shop leisten kann, keinen Magento-Shop oder keinen Shopware-Shop, der sollte doch zumindest eine eigene digitale Heimat haben, eine eigene gut funktionierende Website, die ihm darbietet, was habe ich jetzt im Frühjahr, was habe ich im Sommer, was habe ich im Angebot, wie ändern sich die Preise, was oder da. Ich muss ja nicht unbedingt dann online verkaufen, wenn ich einfach die Kohle nicht habe. Aber ich kann doch mal einsteigen in diese Thematik. Nein, Reifegrad 49, das macht man überhaupt noch nicht. Und damit schaut man auch, was wir gesehen haben, man verzahnt auch diese digitale Heimat nicht mit Social-Media-Kanälen, mit was auch immer. Weil man es nicht kennt, also nochmal, man darf das auch ganz im Vorwurf machen, man kennt es einfach nicht. Wobei das Nicht-Kennen eigentlich auch keine Entschuldigung ist, da muss man sich eben drum kümmern, wenn man jetzt in diesem Spiel noch mitspielen will, was passiert da und welche einfachen Daten mit ganz einfachen Methoden kann ich eigentlich ablesen aus meinem Kundenumfeld. Und dann sehe ich nämlich, was schauen die auf meiner Webseite wirklich an. Und wenn ich sehe, dass die einfach bei mir schauen, wenn ich am Starnberger See bin, welches Stand-Up-Paddling und Surfbretter und was weiß ich habe, und wenn die dafür dann in was weiß ich was, in meine Gewichthebersachen und in meine Bergsportsachen dann nicht so reingehen, dann weiß ich, dass ich irgendwie mein Sortiment, ich selber planen muss und sagen muss, hey, auf diese Seiten schaut seit 5 Jahren kein Schwanz hin. Da war seit 4 Jahren keiner mehr. Nein, man pflegt dann sogar diese Seite noch. Und irgendein schwachsinniger Texter schreibt dann noch Texte für diese Bergsportartikel, obwohl ich eigentlich lieber Schlauchboote verkaufe, weil die Leute, weil sehe ich ja, dass sie Schlauchboote wollen. Das macht man nicht. Und diese Google Analytics Tools, die sind alle kostenlos. Aber pfui, das ist ja amerikanisches Zeug. Also man wartet, bis die Deutschen vielleicht mal sowas erfinden. Aus Datenschutzgründen, weil die Daten gehen ja dann vielleicht nach Amerika und die könnten ja sehen, wie viele Leute dann in Starnberg ein Schlauchboot haben wollen, was natürlich sehr gefährlich ist und natürlich existenziell für den Sporthändler am Starnberger See. Wenn der Herr Trump dann mitliest, wie viel vielleicht besteuert er dann die Schlauchboote. Kann ja auch sein. Ja, also, wie gesagt, lesen Sie sich das alles mal selber ein bisschen durch und dann werden Sie sehen, wie erschreckend das ist. Oder auch hier, wir analysieren die Präsentation, den Verkauf und den Vertrieb der Produkte über unterschiedliche Kommunikationskanäle. Also einmal unseren stationären Handel, vielleicht einen Online-Shop, wenn ich einen habe, über Social Media, über Verkaufsportale und andere Plattformen mit Hilfe geeigneter Messinstrumente und Online-Tracking-Tools. Da muss ich halt mal einen jungen, engagierten Mitarbeiter auf Fortbildung schicken und sage, ich zahle dir das, lass dich mal im Online-Marketing ausbilden, welchen Nutzen können wir ziehen, welchen Nutzen können wir für den Point of Sale für uns selber hier herausholen und nicht unbedingt nur für den E-Commerce, weil wir den vielleicht sogar gar nicht machen können oder machen müssen. Aber Informationen muss ich heute halt einfach abgreifen. Und das konnte ich früher halt nicht, das kann ich aber heute aufgrund der Beobachtung der digitalen Spur, die wir alle hinterlassen, kann ich eben sehr gut nachschauen, was die Leute interessiert. Ich verstehe auch nicht, warum der stationäre Handel solche Tools nicht einsetzt. Wahrscheinlich sagt er, das ist ja alles gemacht für Online-Marketing und wir sind ja stationär, weil wir stationär sind, machen wir kein Online-Marketing, also müssen wir auch keine Online-Marketing-Tools kennen und lesen und einsetzen können. Aber ich kann eben sehr wohl sehen mit unterschiedlichen Tools, was wird denn gefragt im Internet? Welche Keywörter werden gesucht? Mit welcher Intensität? Welche Begrifflichkeiten werden verwendet? Ich kann bei Google Trends reinschauen und kann schauen, wo geht irgendwas hin? Ich kann in Tools reingehen wie All You Can Ask oder Answers the Public und kann sagen, was schauen die Leute an? Ich kann bei Google Suggest reingehen und sage, leck mich am Arsch. In Bayern suchen sie die ganze Zeit das und das und das.
das steigt, das scheint zu steigen. Da schau mal, da ist ein Peak drin. Da muss ich doch wissen, wenn irgendwo was interessant ist, ob ich jetzt Onliner bin oder nicht. Das ist auch bei den Banken jetzt letzte Woche. Ja, wir machen doch keine Online-Seite, ich bin doch Vertriebler, bin doch Verkäufer. Dann sage ich ja nicht mehr lang. Nicht mehr lange, mein Freund, weil jetzt kommt der digitale Assistent und der weiß nämlich mehr, als du weißt, weil der weiß nämlich alles. Und jetzt musst du dir überlegen, was du in Zukunft nämlich erzählst, als Verkäufer und als Vertriebler und als Berater. Weil nämlich der digitale Assistent hier am Rechner, der weiß nämlich alles, Ella Badge, und du nicht. Wie reagierst du auf das? So, nächste Frage, wie bilden wir unsere Verkäufer der Zukunft aus? Wie denn? Wie? Jeder kommt doch always on mit dem Ding rein und sagt, was haben Sie denn hier? Ich möchte jetzt irgendwas haben. Hallo, tralala, wie sieht's aus? Hier, mein Turnschuh ist kaputt gegangen. Schauen Sie mal, die Bindung ist gebrochen. Was wollen Sie denn mit dem alten Teil? Das geht schon lange nicht mehr. Ja, ich möchte da eine neue Bindung. Na, die Bindung gibt's nicht. Ja, wieso gibt's da keine Bindung? Weil das alte ist. Schau das an, das ist 5 Jahre alt. Kannst du nicht mehr gebrauchen. Hätte ein paar 100 Euro kostet. Sag ich, und was gibt's jetzt? Ja, jetzt gibt's ganz andere Sachen. Mit so, da haben Sie jetzt so Platten und da kommt ein neuer Schuh drauf. Sag ich, wie ein neuer Schuh? Was mache ich mit meinem 400-Euro-Schuh? Ach, der geht nicht mehr. Weil jetzt brauche ich nicht mehr oben so eine Klammer. Da ist dann nämlich vorne rein gebohrt, ein Loch und dann greift da so eine Klammer. Sag ich, aber mein Schuh, der hat ja gar keine Klammer. Ja, sag ich doch. Dann sage ich, aha, das heißt, weil jetzt die Bindung kaputt ist, brauche ich jetzt was? Ja, Sie brauchen einen neuen Ski mit der Platten, mit der Klammerbindung und einen neuen Schuh. Und Fälle brauchen es dann auch andere. Sag ich, was kostet der ganze Spaß? Ja, der kostet 1700. Sag ich, und geht das andere nicht? Nein, das geht nicht mehr. Okay, jetzt fange ich spätestens da, fange ich doch an zu googeln oder sage, hey Siri oder hey Google, wo gibt es noch eine alte Diamir oder Bindung? Dass ich nicht alles wegschmeißen muss. Ja, so. Und dann informiere ich mich halt. Und ja, wie verändert sich das? Wie? Verstehen Sie, jeder kann zu jedem Zeitpunkt heute überall auf die Informationen zugreifen. Eine ganz wichtige Frage, wie schulen wir unsere Verkäufer in Zukunft? Und das ist dann nämlich schon die Herausforderung. Das zeigen auch die Ergebnisse gleich auf den nächsten Seiten, dass eben die Mitarbeiter nicht genug gefördert sind. Und vielleicht muss ich ja wirklich in die Nische rein. Vielleicht ist ja für viele das Businessmodell wirklich die Nische. Ich kann Ihnen nur sagen, wenn ich mal die Kinder von meiner Geschäftspartner, ich habe zwei Mädels, eine mit 20 und eine mit 25, die sind schon fast durch. Aber meine Geschäftspartnerin hat noch lauter so kleine Stoppen. Ja. Dann sagt der eine zu mir, du bist doch mein Taufpate. Ich sage, ja, ich möchte ein Skateboard kaufen, gehst mit mir ein Skateboard kaufen? Und ich sage, das wird schon teuer. Ja, das wird teuer. Und dann sind wir nach München in irgendeinem Laden, den er ausgesucht hat. Ich wäre halt auch traditionell, was weiß ich, in ein Sportgeschäft gefahren. Nein, er fährt in irgendeine Hinterhofbude. Es hat gar nicht ausgeschaut wie ein Laden. Da war aber alles drin, Und am Schluss bin ich raus, weil der Bruder war auch noch dabei. Da bin ich nicht der Taufpate, aber ich habe trotzdem das Brettl dann noch zäumen müssen. Ich bin dann insgesamt, für beide, bin ich jeweils mit 350 Euro, also knapp 700 Euro, habe mich das eine Geburtstagsgeschenk und das andere Vorkauf für den Geburtstag, der war nur 4 Monate weg, sag ich, nimm den Scheißdreck, musst nicht warten, bis der Geburtstag da ist. Das haben die gut gemacht, die Jungs da drin. Echt? Die haben denen dann gesagt, naja, wo fährst du, wie fährst du? Da brauchst du ein Longboard. Ich habe mir gar nicht ausgekannt. Ja, da brauchst du ein Longboard. Und wo fährst du hauptsächlich? Ja, da und da. Ja, da brauchen wir ganz andere Walzen. Das heißt, was der gekauft hat, das war nicht das Skateboard, das er vielleicht beim Bittel bei uns irgendwo um die Ecke gekriegt hätte oder was weiß ich wo, das war zusammengeschraubt. Da war nichts mehr von der Stange. Ja? Und damit hat sich der Schweinehund nämlich ganz schön intelligent jeglichen Preisvergleich entzogen, weil ich hätte es dann vergleichen müssen, das war mir dann auch zu blöd. Was kostet das Longboard? Und dann hat er ganz andere Walzlager drin, die sind ganz besonders gefettet. Und das redet er dann dem 12-, 13-Jährigen ein, sagt, du brauchst da andere Lager, lass dir nichts einreden da von deinem Onkel. Wenn du da draußen fährst auf dem Teer, also brauchst du ganz andere, das läuft ganz anders, das ist Chakalaka. Und dann hat er so einen großen Aufkleber von seinem Laden gehabt, das haben die gleich draufgeklebt, weil sie stolz waren in der Schule zu sagen, hey, schau mal, hier haben wir den, da haben wir das gekauft. Ja, die wissen, was der Kunde will und was für kleine Kunden das eben auch sind, die aber eben dann sehr bestimmend sind und mich steuern, wo ich hingehe, wo ich das Geld für dieses Klump da auszugeben habe. Social-Media-Kanäle, auch wenn ich keinen Online-Shop habe, wirklich eine ganz starke, große Herausforderung. Instagram, Facebook, ich kann ja auch andere Sachen planen. Ich kann ja auch neben dem Sportartikel bestimmte Events oder bestimmte Sachen planen, die ich dann veranstalte.
Also es gibt ja tausend Ideen, wenn man sich da einfach mal 3-4 Nachmittage hinsetzen würde und sagt, was könnten wir denn machen? Nochmal, das kostet ja, also es kostet Zeit. Aber jetzt kosten tut es nichts, wenn ich eine Facebook-Seite eröffne. Ideen brauche ich, Content brauche ich, Kreationen brauche ich, das ist richtig. Aber ansonsten, ich muss halt mal machen. Und ich muss mal auch wahrscheinlich irgendwo, irgendwann eine blutige Nase holen. Aber hier, alles kleine 50, machen wir noch nicht, ist aber geplant. Ja. Gut, jetzt kommen wir in den grünen Bereich rein. Wertangebot und Präsentation. Ja, also gerade damit begonnen ist 50. Produkte und Dienstleistungen 57, ja, bisschen mehr als gerade begonnen. Verkaufskanal offline, ja, online sehen Sie wieder unterbelichtet. Man scheut es online. Preise und Zahlungsarten 46. Da haben wir uns überhaupt keine Gedanken drüber gemacht. Über Preise und Zahlungsarten. In einer Welt, die Dynamic Pricing kennt, haben wir uns noch keine Gedanken gemacht über Preise und Zahlungsarten. Und Service, ja, ein bisschen. Okay, Verkaufskanal online 47, das ist nicht existent. Das ist nicht existent. Preise und Zahlungsarten, nicht existent. Services, auch im gleichen Level. Bei den Sachen, da geht es noch einigermaßen, können Sie dann selber durchlesen, da passt es noch so hier. Wir nutzen die Möglichkeiten der Digitalisierung im Vertrieb, auch in unseren stationären Vertrieb hinein. Also ein bisschen mehr, als wir haben gerade begonnen damit. Und da, Entschuldigung, und dann, wir nutzen die Möglichkeiten im Vertrieb und dann unten eben unsere Mitarbeiter im stationären Vertrieb verstehen die Herausforderungen der Digitalisierung und gehen unseren Transformationsprozess überzeugt mit. Wir haben gerade damit begonnen. Bei da oben haben sie aber gesagt, dass man noch gar keine Strategie hat. Also was, die gehen dann bei Nicht-Strategie haben, gehen die dann mit, wahrscheinlich. Ja, und so zieht sich das eben durch. Wir suchen nach Vertriebsinnovationen im Online-Vertrieb und probieren mit Prototypen neue Verkaufsansätze aus. Hat man noch nicht damit begonnen. Also das meine ich ja, man muss doch irgendwann mal anfangen, sich eine blutige Nase zu holen und zu sagen, lass uns doch das mal probieren. Natürlich kann ich Rom nicht in einer Nacht erobern. Aber ich muss doch mal in einem kleinen Ding irgendwo anfangen und sagen, komm, lass uns das jetzt probieren. Lass uns das mal durchziehen. Hat das Erfolg? Und dann merke ich, die Richtung läuft, dann sage ich, komm weiter. Und wenn ich merke, hoppla, da geht gar nichts. Das Nächste, das ist halt immer ein Trial and Error. Es wird nicht mehr so sein wie früher, dass das alles funktioniert. Ja. Über unseren Online-Vertrieb verschaffen wir es, unseren Endkunden direkt anzusprechen. Das ist nicht existent. Nicht existent. Wir verstehen im Sinne eines Omni-Kanal-Vertriebs Online- und Offline-Kanäle miteinander zu verbinden. Wir haben gerade damit begonnen. Wir entlasten unseren Vertrieb durch intelligente Online-Prozesse. Nein, gibt es nicht. Fehlanzeige machen wir noch nicht. Also wie gesagt, auch hier in diesem Bereich, wir setzen uns mit den Möglichkeiten des Dynamic Pricings auseinander. 42! Das ist nicht existent. Wahrscheinlich kennt man das gar nicht. Im Handel. Ja. Wir nutzen die Möglichkeiten der Preisdifferenzierung für unterschiedliche Kundengruppen. Das gibt es nicht. Das ist nicht existent. Also Sie sehen, das ist doch eigentlich traurig, oder? Eigentlich ist es traurig. Aber nochmal, das sind ja noch diejenigen, die engagiert teilgenommen haben. Und wir haben gesehen von der Dropout-Rate, die eingestiegen sind, die haben auch den ganzen Fragebogen ernsthaft durchgemacht. Und man erkennt es ja, ob einer irgendwelche Blödelsachen klack, klack, klack ankreuzt oder nicht, weil wir dann erstens mal das anders mischen und so Plausibilitätsfaktoren drin haben. Das heißt, die haben das ernsthaft ausgefüllt. Also noch Respekt an all diejenigen, die für sich selber dann so ehrlich geantwortet haben, weil das ist dann eben der erste Schritt. Ja. Wir setzen uns systematisch mit der Preistransparenz im Internet auseinander und suchen hierfür geeignete Reaktionsstrategien. Natürlich, wenn die Kunden unterwegs sind, always on, und der steht vor meinem Laden und schaut, was kostet dieses Skateboard, was kostet dieser Skischuh. Und wenn das der gleiche Skischuh ist wie bei Amazon oder wie was weiß ich wo in irgendeinem Shop, dann kann er natürlich die Preise vor Ort vergleichen.
Er kann sie aber nicht mehr vergleichen, wenn der eben da eine andere Radlage reintut und eine ganz andere weichlaufende Walze drauf tut. Das kann ich nicht mehr nachvollziehen als Nicht-Profi. Da müsste ich dann schon so gut sein, dass ich das alles nachvollziehe, um dann auf den Vergleichspreis zu kommen. Aber ansonsten, wenn ich keine Strategie einsetze, bin ich ja voll dieser Preistransparenz ausgesetzt. Auf Mausklick. Ich muss gar nicht mehr reintippen. Ich sage einfach Siri oder ich sage, hey Google, was kostet der Salomon Nummer so und so Preis? Ja. Wahrscheinlich gehe ich gar nicht mehr zu Google, ich gehe gleich zu Amazon. So wie fast jeder von Ihnen. Ja, wir reden nämlich immer so und sagen, ja, alles böse, alles Teufelszeug, Hexenwerk. Aber die meisten Leute bestellen dann doch bei Amazon, weil es so einfach ist, weil es wieder Amazon Prime ist, unverschämt. Das ist mit Sicherheit das beste Kundenbindungsprogramm, das jemals auf dieser Welt aufgelegt wurde. Musst du schon fast der Depp sein, wenn du das nicht hast. Also ich sage nicht, ich spreche nicht für Amazon. Ich spreche nur von dem, was die marketingtechnisch treiben. Und da kann man einfach nur den Hut ziehen. Das ist perfekt. Wie sie mit ihren Mitarbeitern umgehen, kann man auch drüber streiten. Nochmal, ich rede nicht für Amazon. Aber ihr Business verstehen sie. Vor allem, sie machen ständig ein neues Business. Und das Gefährliche für uns, auch als Kunden und dann als diejenigen, die dann irgendwo im Verkauf auftreten, ist, dass das Erleben und Verhalten von uns durch diese ganzen Tools geändert wird. Bitte? Das nur, ich habe den, wollte ich mal bei Amazon ansprechen. Ich habe wollte Amazon nichts mehr kaufen. Ich gebe 7.000 Euro mehr auf Amazon ungefähr für die Firma. Und habe gerade gesagt, ich unterstütze jetzt nicht mehr. Jetzt gehst du mal zu Otto. Hatte ich gerade gelesen, die haben die Anti-Amazon-Strategie. Weil die sind böse, die sind gut. Habe ich gesagt, hör mal, ich habe 7.000 Euro, ich möchte bei euch Kunde werden. Otto, was hat das für 100 Millionen Umsatz, die machen? Danke, ja, alles klar. Ich habe jetzt meine Bestellung, 700 Euro, möchte ich gerne machen. Online bestellt, ich kann keine abweichende Lieferadresse eingeben. Ich kriege auch keine Meldung, warum die abweichende Lieferadresse. Ich, erst in meinem Leben, tippe eine E-Mail an Otto. Also muss ich eine E-Mail tippen. Leute, ich will bei euch bestellen, aber bitte schickt mir das in die Firma. Geht nicht. Warum geht das nicht? Ja, aber das ist die erste Sendung, schickt mir immer an die Privatadresse. Ich habe kein Biss absolut. Ich habe 7.000 Euro, 700 Euro, rechne das ein. Ja, macht man nicht, weil Rechnungskunde, können Rechnungskunde, ich zahle Kreditkarte. Vorab, geht nicht. Okay, dann machen wir doch ein Firmenkonto. Können wir nicht. Okay, dann geht er zur Firma Schwab, die wird zu uns, sagen wir mal Firmenkonto. Alles klar, sein. Ich gehe zur Schwab, machen wir Firmenkonto. Firma Schwab, ja Herr Schwarz, können wir machen, aber ich brauche die Bestellung, kein Fax. Otto. Na ja. Und was habe ich gemacht? Ja. Naja, es ist. Ich denke schon, dass wir Deutschen oder wir Europäer da irgendwann mal nachziehen. Irgendwann mal. Aber es ist natürlich so perfekt schon. Es ist schon so perfekt, dass wir als Endkunde das natürlich als Benchmark nehmen. Und alles, was genau, und alles, was komplexer ist, was schwieriger ist, da sagen wir, was soll das? Ja, was soll das? Meine Mädels, meine beiden. Weil ich da letzte Woche bei den Bankern gesprochen habe. Da haben die gesagt, ja, das so und so. Und auch für die jungen Menschen was machen. Da habe ich gesagt, was redet ihr für einen Schmarrn? Meine beiden Töchter haben noch nie eine Bankfiliale von innen gesehen. Warum sollen die da reingehen? Warum sollen die da reingehen? Für meine Töchter ist eine Bank eine Infrastrukturleistung. So wie das Gas, wie das Wasser, wie der Strom. Und der Banker sieht sich als was Besonderes. Das ist für meine Töchter, ist das nichts, gar nichts. Verstehen Sie? Und das ist das große Problem. Okay, also ich habe diese Dinge rein, wie gesagt, alle will ich jetzt gar nicht so vorlesen, weil sie das ja bekommen. Ich habe jetzt mal so die Sachen rausgepickt, was interessant ist, eben auch so in dem Bereich Infrastruktur, sehen Sie auch 45, 46, 49, wir haben damit eigentlich noch nicht begonnen. Und wenn Sie sich die Sachen da anschauen, ist es schon, wenn man auf die Organisation schaut, wenn man auf Personal schaut, auf die Kultur im Unternehmen schaut, auf Partner, Networking, das sind alles unterbelichtete Themen. Das ist so, als wenn es es nicht gibt. Das ist aber jetzt nochmal, das ist der Tabelle, wo wir Handel und Hersteller gemischt haben. Alles unter 50, Reifegrad unter 50. Ich habe Ihnen die Sachen hin, dann können Sie auch die Fragen sehen, die dahinter liegen und können Sie sich das anschauen. Und das gleiche Bild haben wir dann auch bei, wenn Sie es sich anschauen, es wiederholt sich, das gleiche Bild haben wir dann auch hier 45, 50, 49, 45, alles was mit der Organisation zu tun hat. Ja. Man geht keine Partnerschaften ein, etc., etc., man weiß das gar nicht, dass es sowas in dieser Form gibt.
Also eigentlich, wenn ich das so sage, waren diese Handlungsfelder schon für mich jetzt so im Querlesen, und wie gesagt, wir machen es für andere Branchen, war für mich schon ein bisschen, es hat mich schon sehr verwundert, dass der Handel, gerade wir sind ja in einem Bereich Sport und Outdoor, was ja eigentlich ein interessantes Thema ist, dass die Banken sich schwerer tun mit ihren Dienstleistungen oder eine Versicherung, das ist nicht sexy, aber das ist, hier ist es ja ein Produkt, das sexy ist. Und das gleiche Bild gibt sich dann dem Kunden gegenüber und den Personas und den Kundenerlebnissen, dass man im Bereich Customer Journey, Marketing, Vertrieb, Kommunikation, Kundenbindung und Kundennähe eigentlich sehr schlecht aufgestellt ist. Da habe ich Ihnen auch die krassesten Dinge mal an. Basierend auf Erkenntnissen der Customer Journey Analyse und weiteren Datenanalysen von Customer Insights identifizieren wir verschiedene Kundengruppen und Kundennutzergruppen. Das gibt es nicht. Also man teilt, das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Man hat keine Ahnung. Man investiert auch gar nicht. Wen hat man eigentlich als Kunde? Man verlässt sich auf jemanden, der dann sagt, das ist das Sortiment, das ist das, was du brauchst für deine Kunden. Aber man betreibt selber diese Gedanken nicht. Also schauen Sie sich das in Ruhe mal an. Zum Abschluss, warum ich glaube, dass das sehr gefährlich sein kann und dass das sich auch nicht ändern wird, wenn man jetzt ganz, ganz schnell in irgendwas einsteckt. Das große Problem, glaube ich, das der Handel wie alle anderen haben, ist, dass man nicht erkennt, dass wir uns aufgrund der Digitalisierung, dass wir uns da heute mit einer exponentiellen Entwicklungsgeschwindigkeit bewegen. Und wer heute nicht exponentiell denken kann oder zumindest nicht den Versuch unternimmt, ja, dass es immer schneller geht. Das ist ja der Unterschied zu früher. Den Change hat es immer gegeben. Ja? Den Change hat es immer gegeben. Nur das Schnelle ist jetzt dieser dramatische Anstieg. Und das ist ja exponentiell. Diese Dynamik, ja, diese exponentiellen Entwicklungen, das unterschätzen viele und deswegen werden viele einfach auf der Strecke bleiben. Weil es immer mehr wird. Ja? Mehr Veränderung, schneller und immer schneller. Mehr Veränderungen, schnellere Veränderungen und technologische Durchbrüche. Und bei jedem Durchbruch wird es eine Verbesserung geben, eine Verbesserung, eine Verbesserung, eine Verbesserung, eine Verbesserung. Und ich glaube, wir schaffen einfach, oder viele von uns, oder wir Menschen sind einfach nicht gemacht für dieses exponentielle Denken. Deswegen unterschätzen wir auch diese Gefahr, weil ich mir überlegt habe, warum unterschätzt der Handel das so? Ich glaube, er ist erstens mal in alten Strukturen verhaftet, kann sich von alten Denkmustern ganz, ganz schwer lösen, kann alte Zöpfe nicht abschneiden und er schafft dieses exponentielle Denken nicht. Er sagt, ich habe noch Zeit. Nein, wir haben eben keine Zeit mehr. Und das Problem ist, dass wir eben alle linear denken. Ja? Fragen Sie sich mal selber, können Sie exponentiell denken? Das ist die Frage. Können wir exponentiell denken? Können wir das, was jetzt auf uns zuwalzt, überhaupt geistig erfassen? Ein kleines Gedankenexperiment zum Schluss. Stellen Sie sich vor, Sie nehmen ein Zeitungsblatt, ein Blatt der Süddeutschen Zeitung. Jetzt zerreißen Sie das in der Mitte. Jetzt legen Sie beide Blätter übereinander. Und das Ganze machen Sie jetzt 51 Mal. Was glauben Sie, wie hoch ist der Papierstapel? Ein Zeitungsblatt der Süddeutschen Zeitung in der Mitte auseinander. Sie legen beide aufeinander. Und tun das wieder trennen und legen es wieder aufeinander. Süddeutsche Zeitung ist wie viel? 0,3 Millimeter? Und das Ganze machen Sie 51 Mal. Wie hoch ist der Papierstapel? Was meinen Sie? Was schätzen Sie? Schnell? Hm? Wie viel? Hm? Wie viel? Das ist die Entfernung von der Erde zur Sonne. Ich sage ja, wir können nicht exponentiell denken. Und von der digitalen Transformation, so wie wir sie jetzt erleben, sind wir jetzt ungefähr hier. Das heißt, es wird diesen Hype wird es erst noch geben. Das heißt, was tun? Zum Schluss meine Empfehlung. Jetzt mit diesen ganzen ausgewerteten Dingen, Sie müssen oder derjenige, der es machen will, muss einen Switch hinbekommen. Das heißt, Sie müssen oder Mann, der es will, der muss den Ist-Zustand diagnostizieren. Er muss schauen, was ist der Soll-Zustand, wo will ich überhaupt hin? Dann muss er Soll und Ist vergleichen,
Hat alles mit Digitalisierung nichts zu tun. Dann muss er Prototypen planen oder eine Intervention. Dann muss er den Prototypen durchführen, sich eine blutige Nase holen, die Ergebnisse evaluieren und dann wieder zurück und das Ganze machen. Was ein gutes Tool ist, meines Erachtens, wir werden es ja noch weiter im Einsatz haben, das ist eben dieser ISPO Digital Readiness Check als erstes eine Standortbestimmung. Und dann, was wir jetzt in den letzten Wochen auch sehr gut als Agentur verkauft haben und nachgeschoben haben, wir haben jetzt noch einen Check gemacht zu der digitalen Fitness der Mitarbeiter. Wie fit sind eigentlich die Mitarbeiter im Unternehmen? Schaffen die das überhaupt und wo stehen die momentan? Ja, und dann müssen sie es umlegen. Wie gesagt, Strategie, kleine Prototypen bauen, das Ganze operativ umsetzen und dann eben mit kleinen Schritten anfangen und dann eben schauen, dass sie da hinkommen. Und denken Sie einfach ein paar Sachen. Digital Readiness Check, Fitness Check für die Mitarbeiter, am Businessmodell arbeiten, E-Commerce ja oder nein, vielleicht doch in den E-Shop einsteigen, Online-Marketing und Social Media. Das sind die Dinge, die nach wie vor anstehen als Aufgaben und zu erledigen sind. Okay, und das war's. Vielen Dank fürs Zuhören. Genau, 59 Minuten und 27 Sekunden. Sie dürfen noch gerne Fragen stellen, klar. Mich würde interessieren, Sie haben am Anfang Ihres Vortrags gesagt, dass die Sportartikelindustrie oder Handel eigentlich am gefährdetsten ist. Warum im Vergleich zu anderen Branchen? Nein, ich habe nicht gesagt, am gefährdetsten ist. Ich glaube, die Gefährdung ist über alle Branchen hinweg, habe ich vielleicht schlecht ausgedrückt. Aber ich glaube, dass, obwohl das so ein spannendes Thema eigentlich ist, der Handel und einige Hersteller, kleinere Hersteller, im Verhältnis zu allen anderen hinterherhinken. Also ich habe jetzt ein bisschen mit dem Digital Readiness Check so einen Einblick, wie sieht es bei Banken aus, wie sieht es bei Versicherungen aus, wie sieht es bei Krankenkassen aus, wie sieht es in der öffentlichen Verwaltung aus, sogar in der trägen öffentlichen Verwaltung, da reden wir von Beamten, sind diese Readiness-Werte anders als beim Händler. Und nochmal, was ich so schlimm finde, ist, es sind ja nicht diese großen technischen Herausforderungen, die jetzt irgendwie den Handel hinwegraffen, sondern es sind ja die schlimmsten Themen, wo das meiste nicht gemacht wird. Das sind doch alles verkäuferische Themen, das sind Marketingthemen, das ist Strategiethemen, das ist das Thema Käufer, Verkäufer, Kunde, Dialog, was suche ich, welche Produkte, welche Lösungen biete ich an und wie mache ich mich einzigartig? Da verstehen Sie, das, auf der einen Seite ist es erschreckend, aber auf der anderen Seite ist es ja doch ein Lichtblick, dass man sagt, hey, geht's zurück mal zu den Basics. Und es ist nicht, dass du dir jetzt eine Artificial Intelligence ins Haus holst, es ist nicht, dass du eine Augmented oder Virtual Reality Brille hast, und die reinholst, damit wirst du nicht mehr Kunden reinbringen, wenn ich so ausgefüllt habe wie hier. Sondern da muss ich halt einfach an den Basics arbeiten. Aber das Arbeiten an den Basics, das ist ja jetzt nicht die Welt. Ich muss es halt einfach mal tun. Die Probleme sind nicht so sehr. Das ist die Freizeitbranche insgesamt. Ob es Tauchen ist, Sport ist, Motorrad, Fahrrad, alles. Das ist eine Branche voller Enthusiasten, die ihren Job nicht gelernt haben. Die glauben, weil ich ein guter Skifahrer bin, kann ich besonders gut Ski verkaufen. Das ist der Fehler. Und in der Digitalisierung wird genau das offen. Das kann sein, ja. Ich teile die Meinung mit den Enthusiasten. Out of time. Aber es kommt doch keiner nachher, oder? Hier kommt einer. So. Sagen Sie noch schnell.